وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجلني وإخوتي وأخواتي من النار. أما بعد، ففي Geschwister, ich bitte euch als erstes inshallah nach vorne zu kommen, weil das auch die Sunna ist. Außer diejenigen, die das nicht können wegen ihrem Rücken, die können an der Wand leiden, aber die das können, sollten schon inshallah nach vorne kommen. Jazakumullah khair. Verehrte Geschwister, wir sind zusammengekommen wieder zu einem der unzähligen Freitage unseres Lebens, das Lebens, welches bestimmt ist, festgesetzt ist und befristet ist. Und dieser Freitag von dem Freitag ist ein weiterer Schatz. Ein Schatz, dessen Juwelen und dessen Perlen und dessen Schmuck wir reichlich nehmen können als Vorrat für das nächste Leben. Eine Realität, die die wenigsten begriffen, gar verstanden haben. Verehrte Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er spricht zu uns. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen anruft oder wenn er sie anspricht im Koran, dann muss man sich angesprochen fühlen. Denn zu den Gründen, warum ein Mensch sich nicht verändert, warum er keine Lehren aus einem Vortrag zieht, warum er keine Lehren aus dem Koran zieht, ist, dass wenn er liest, er fühlt sich nicht angesprochen. Er fühlt sich nicht angesprochen. Nein, ach, du mit deinem Namen und mit deiner Existenz und in deiner Person bist angesprochen. Du bist Al-Mukhatab. Du bist der Angesprochene im Koran. Du selbst. Und jeder, den der Koran erreicht, der ein Ohr hat oder ein Herz hat oder anwesend ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und ihr Menschen, fürchtet Allah in wahrhafter Furcht, in richtiger, in realistischer, in wahrhaftiger, ehrlicher Furcht und stirbt nicht anders als Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, oh ihr Gläubigen, fürchtet Allah und lebt nicht anders als Muslime. Nein, er sagt, fürchtet Allah in wahrhaftiger Furcht. Fürchtet Allah in wahrhaftiger Furcht. Und stirbt nicht anders als Muslime. Warum? Weil der Wert des Menschen, die Beurteilung des Menschen, die Position im nächsten Leben des Menschen wird nach dem Schlussakt gemessen. Dein Ende ist es, was es zählt. Und wir sind auf einer Reise, jeder von uns. Wie ein rechtschaffener Mann zu seinem Sohn gesagt hat, wir sind auf dieser Erde, diese Erde wurde geschaffen als Brücke und nicht um befüllt zu werden. So bist du ein Reisender. Tu, wofür du erschaffen wurdest. Tu, wofür du erschaffen wurdest. Ein jeder von uns befindet sich auf einer eigenen Reise. Und diese Reise wird dann enden, wenn sich der Kreis der Ewigkeit schließt. Wenn die Phasen abgeschlossen sind. Wenn die Angelegenheit entschieden wurde. Wenn du deine letzte Stufe, das letzte Level erreicht hast und der Tod geschlachtet wird, dann schließt sich der Kreis endgültig der Ewigkeit. Und dann heißt es entweder die ewige Verdammnis oder die ewige Glückseligkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Quran imma laka aw alayka kullu nas yaghdu fabayyi nafsa imma mubiquha aw mu'tiquha. Der Prophet sallallahu alaihi sagt, der Koran ist entweder für dich, er spricht entweder für dich, er wird entweder für dich sprechen, oder gegen dich. Jeder Mensch tretet in den Morgen hinein. So ist unter ihnen jemand, der, so verkauft er sich, entweder für die Errettung, für die Loslösung, für die Befreiung, oder für was? Für die Vernichtung. Ach, es gibt keinen dritten Weg für jeden Einzelnen von uns. Entweder du machst eine Tijara in deinem Alltag, die dir einen Erfolg bringen wird, oder du machst eine Tijara, die dich dem Verderben bringen wird. Und warum die meisten Menschen, verehrte Geschwister, sind von dieser Realität abwesend? Warum die Menschen nehmen es nicht auf? Und warum lassen sie sich nicht ermahnen? Obwohl die Prediger predigen,
Obwohl die Gelehrten verdeutlichen und erklären, obwohl die Ermahnenden ermahnen, obwohl das Buch Allahs weit aufgeschlagen ist vor uns, die Ursache ist, dass sich beschäftigen mit unnützigen und unsinnigen Sachen und das Geschwätz, das Reden über Dinge, die einem nichts angehen, Dinge, die einen nicht weiterbringen. Lahu, was die Gelehrten erklären, Geschwätz ist alles. Geschwätz ist alles, was dir weder ein Euro, wie Ma'ashika, für dein Leben bringt, noch eine Hasana, wie Ma'adika, noch eine Hasana für deine Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir uns diese Menschen anschauen, dann sehen wir meistens, und wer ist nicht davon betroffen, deswegen spreche ich lieber mit wir, anstatt mit die. Wenn wir uns anschauen, dann finden wir Härte, Verhärtung in unserem Herzen. Und eines der größten Gründe, verehrte Geschwister, ist, für die Verhärtung des Herzens, ist was? Ist Geschwätz. Ist viel reden und den Gelüsten folgen. Und deswegen, viele Leute beklagen sich im Gebet darüber, dass sie kein Khushu' haben, dass sie keine Konzentration im Gebet haben. Warum haben sie keine Konzentration? Warum haben sie keinen Khushu'? Weil ihre Herzen verhärtet sind. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Mu'minun? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Erfolgreich sind die Gläubigen, die Khushu', die Demut in ihren Gebeten haben und sich vom Geschwätz abwenden. Willst du Khushu' in deinem Gebet haben? Wende dich vom Geschwätz ab. Verehrte Geschwister, wir leben in einer Zeit, in der die Sünden in einem noch nie vorher dagewesenen Rahmen produziert werden, in dem sie supportet werden, in einem immensen Rahmen, einem großen Rahmen, wo die Sünde schon wirtschaftlich geworden ist und zum Lebensunterhalt vieler Menschen geworden ist, wo die Sünde großer und fester und essentieller Teil der Gesellschaft geworden ist, wo das Gute nicht geboten wird und das Schlechte nicht verboten wird. Und die Menschen leben in Rafla, die leben in Unachtsamkeit. Und diese Spuren und diese Fetzen, dieser Rafla und dieser Sünden bedecken die Kinder der Muslime und bedecken die Muslime in ihrem alltäglichen Verhalten. Was ist die Heilung? Was ist die Reinigung? Was ist die Lösung? Und von dieser Krankheit, welche zu Verderbnis führt im nächsten Leben, befreit zu werden, sich zu befreien, sich zu reinigen, sich zu schützen und die Menschen, die umgeben sind. Zwei Sachen, verehrte Geschwister. Al-Amal wal-Ilm. Al-Amal wal-Ilm. Die rechtschaffene Tat, oder das rechtschaffene Handeln und das Wissen. Denn der Mensch, der geht aus einem von zwei Gründen in die Irre. Wenn der Mensch in die Irre geht, dann aus einem von zwei Gründen, entweder Shubha oder Shahwa. Entweder Shubha oder Shahwa. Entweder Zweifel oder Gelüst. Eine von diesen beiden Sachen. Ohne Zweifel. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ibrahim über den Mensch? Innahu kana, inna al-insana kana, jahulan, zaluman jahula. Zaluman jahula. Allah sagt, der Mensch ist wahrlich fortwährend ungerecht und fortwährend unwissend. Und Ungerechtigkeit ist etwas, was man mit den Taten praktiziert, also das Handeln. Und jahula fortwährend, jahula jahil ist die Unwissenheit. Da sehen wir wieder Shahwa und Shubha. Zweifeln und das Befolgen des Gelüstes. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Welche Funktion er gegenüber seinen Gefolgsleuten hat? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, yuzakkihim wa yu'allimuhum. Er reinigt sie und er bringt ihnen bei, er lehrt sie, er reinigt sie. Wovon? Von den schlechten Taten, den schlechten Handlungen. Womit? Mit richtigen Taten, mit richtiger Ibadah. Und er bringt ihnen bei. Also sehen wir klar und deutlich, dass die Reinigung oder die Lösung für Shubha und Shahwa, für die Zweifel oder den Gelüst, dass es die rechtschaffenen Taten sind und dass es das Wissen ist. Und was die rechtschaffenen Taten betrifft, mein verehrter Bruder, meine verehrte Schwester, viele Leute wissen gar nicht aus ihrer
Situation heraus, weil sie immer wieder in Sünden fallen, weil sie sich von dieser Gemütlichkeit und dieser Faulheit nicht trennen können. Was ist der Grund? Was ist die Lösung? Kein anderer als die rechtschaffenen Taten, als die Anstrengung. Man muss den ersten Schritt begehen und sich anstrengen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Und wahrlich diejenigen, die sich für uns anstrengen, diese leiten wir unsere Wege. Und wahrlich Allah ist mit denen, die Gutes tun. Wann leitet dich Allah seine Wege? Dass sich Allah seine Wege leitet, bedeutet Wonne, Paradies in Dunya, Paradies in Barzach, in der Zwischenwelt und Paradies im nächsten Leben. Es bedeutet Erfolg und Gesundheit in deinem Verständnis, deiner Identität und deinem Handeln, welches gesegnet wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wann bekommst du das? Wenn du zwei Sachen erfüllst. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا Anstrengung fina, für uns mit Ikhlas. Anstrengung mit Ikhlas. Das ist, lieber Bruder, der erste Schritt ist, man muss sich anstrengen. Man muss gegen diese teuflischen, man muss gegen diese verführerischen Gelüste in sich selbst kämpfen. Und das, was einen umgibt, man muss kämpfen, man muss ein Kämpfer sein. Man muss ein Kämpfer sein, ein Braveheart gegen sich und gegen diese Machenschaften, die ihn umgeben und ihn von Allahs geraden Weg abreißen wollen. Das ist der Punkt. Aber was das Wissen betrifft, so werden wir in Kürze bi'idhnillah dazu kommen. Ich spreche diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Bitte ihn um Vergebung, denn es war nicht als für jeden allbarmherzig. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله. أما بعد، verehrte Geschwister, der Rahmen, in welchem sich der Muslim bewegen soll und mit dem der Muslim sich überhaupt bewegen soll, ist der Rahmen von Koran und Sunna, ist der Rahmen des Wissens, weil das Wissen, das schützt dich vor Zweifeln und das macht dich zu einem Licht und das gibt dir das Potenzial und das gibt dir die Energie und das gibt dir die Sicherheit, geduldig auf diesem Weg zu sein und einer der Rufer zu dieser wahren Religion zu sein, nachdem du dich selber beschützt hast mit dieser undurchdringlichen Mauer des Wissens. Und wenn wir über Wissen reden, verehrte Geschwister, ist das wichtigste Wissen, was wir haben sollen,